Es ist jetzt genau 3 Monate her, dass ich mir von einer KI namens Danelfin 3 verschiedene Aktienportfolios habe empfehlen lassen. Heute ziehe ich mein Fazit. Wie es ausfällt, verrate ich dir nach dem Intro. Hallo, mein Name ist Thomas Blees und ich bin seit 15 Jahren als Trader und Investor an der Börse aktiv. Inzwischen bin ich nachhaltig erfolgreich und mit meinen Online-Kursen und YouTube-Videos möchte ich dir helfen, dass du das auch schaffst. Das Video, in dem ich die 3 Portfolios zusammengestellt habe, verlinke ich dir unten in der Beschreibung, damit du nochmal siehst, wie diese KI namens Danelfin arbeitet und aus welchen Werten sich unsere Portfolios zu Beginn, also vor genau einem Vierteljahr, zusammengesetzt haben. Wir schauen uns die Portfolios jetzt an und ziehen dann unser Fazit, ob denn die Versprechungen, die diese KI gemacht hat, eingehalten wurden. Ich habe im Bereich USA 2 Portfolios angelegt, Trade Ideas 3 Monate und USA Aktien und bei Europe 1 Portfolio aus deutschen Aktien. Damit fangen wir auch am besten gleich an, denn dieses Portfolio habe ich als einziges im Verlauf der letzten 3 Monate mehrfach umschichten müssen, bestimmt 5 bis 6 Mal, weil der Durchschnittsscore dieses Portfolios unter den Zielwert von 7 gefallen war. Und ich habe dann jeweils die schwächsten Aktien ausgetauscht, sodass es also hier zu mehreren Umschichtungen kam. Schauen wir uns jetzt mal das aktuelle Portfolio und das Ergebnis an. Diese 10 Aktien sind jetzt zuletzt im Portfolio drin gewesen. Deutsche Börse, Munich Re und so weiter, bis Vonovia. Und wenn wir uns jetzt die Gesamtperformance dieses Portfolios anschauen, dann sind wir in den letzten 3 Monaten bei -1% gelandet. Um das jetzt einschätzen zu können, war das gut, war das schlecht, müssen wir natürlich die Benchmark heranziehen. Danelfin hat in seinen Unterlagen angegeben, dass für europäische Aktien der Eurostoxx 600 Index herangezogen werden sollte als Performance Benchmark. Das habe ich jetzt hier gemacht. Du siehst hier den Future auf den Stoxx Europe 600 Index in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe hier mit dieser vertikalen Linie den Beginn unseres Portfolios markiert. Das war das Wochenende nach dem 26. April. Und der Kurs, der jetzt aktuell hier angezeigt wird, ist sozusagen der Schlusskurs des Eurostoxx bezogen als Benchmark auf unser Portfolio. Und wir sehen hier, dieser Benchmark hat seit Beginn unseres Portfolios 1,39% zugelegt. War also stärker als das, was hier unsere KI-Aktien oder die von der KI vorgeschlagenen Aktien gezeigt haben. Wir sehen hier auch, wenn wir da mal kurz drüber schauen im Bereich Risiko, dass wir einige sehr riskante Aktien zuletzt im Portfolio hatten, denn dieses Ranking hier geht von 1 bis 10 und je niedriger der Wert ist, desto höher ist das Risiko. Wir sehen hier die Deutsche Bank mit einem Risikopunkt. Wir sehen die TAG Immobilien mit einer 1, wir sehen die Vonovia mit 3 und wir sehen Grenke mit 3. Also das waren schon laut KI ausweislich sehr riskante Investments, die wir hier getätigt haben. Ich will damit nichts rechtfertigen, sondern nur darauf hinweisen, dass man hier, wenn man nicht einfach nur blind nachgetradet hat, so wie ich es gemacht habe, dass man hier nochmal einige Kriterien hätte anlegen können, um vielleicht bessere Aktien auszuwählen. Schauen wir uns jetzt mal die beiden US-Portfolios an. Entschuldige diese kurze Unterbrechung, es geht gleich weiter. Aber ich habe eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieses Video gefällt, dann sei doch so gut und gib ihm ein Like und abonniere meinen Kanal. Das motiviert mich wiederum, weitere solche Videos zu erstellen mit noch mehr nützlichem Inhalt. Und so haben wir beide etwas davon. Herzlichen Dank. Hier haben wir einmal die USA-Aktien, da gehe ich zuerst rein. Das sind jetzt die aktuellen Aktien unseres US-Portfolios, das ich im Übrigen nie verändert habe. Der AI-Score ist in der gesamten Investmentperiode über 3 Monate unverändert hoch gewesen, jeweils bei 10 Punkten. Der Risikoscore liegt insgesamt vergleichsweise deutlich über dem des deutschen Portfolios, hat hier einen Durchschnittswert von 5 und wir haben als geringsten Wert hier einmal eine 4 bei Supermicrocomputer. Die Performance des Portfolios lag jetzt in den letzten 3 Monaten bei 4,47%.
gucken wir uns auch hier die Benchmark an. Das ist einmal der S&P 500, den habe ich hier abgetragen, auch wieder mit der Einstiegslinie quasi hier markiert Ende April. Da lag der Kurs des S&P 500 hier bei ungefähr 5091 Punkten. Und jetzt, heute nach diesem starken Rücksetzer, den wir in den letzten Tagen zu verzeichnen hatten, liegen wir also insgesamt 5,8% über unserem Einstiegsniveau, haben also mit unserem Portfolio hier unterperformt und nicht das erreicht, was uns eigentlich die KI versprochen hat. Auch hier können wir vielleicht dann einige Verbesserungen noch vornehmen, zu denen ich am Schluss noch kommen werde. Lass uns erst das dritte Portfolio noch anschauen. Das nennt sich Trade Ideas über 3 Monate. Was hat es damit auf sich? Bei diesen Trade Ideas sagt die KI, dass die Empfehlungen eine 60-prozentige Gewinnwahrscheinlichkeit mit sich bringen pro Aktie über die Periode von 3 Monaten. Und jetzt können wir mal schauen, wie wir hier abgeschnitten haben. Wir sehen hier, dieses Portfolio hat insgesamt knapp 5% erwirtschaftet. Wir sehen hier unterschiedliche Werte mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Einmal minus 18%, minus 12% und minus 21% und dafür andere zweistellige Gewinne 13, 11, sogar 30, 23, 20%. Also das sind hier schon sehr starke Unterschiede. Insgesamt, wie gesagt, 4,97%. Wenn wir auch hier wieder uns den Benchmark angucken, liegen wir knapp unter dem S&P 500. Und da wir relativ viele Technologieaktien haben, können wir auch mal gucken, was der Nasdaq gemacht hat. Der hat in dem Zeitraum trotz des starken Absturzes in den letzten Tagen 6,4% gemacht. Also auch hier hat die KI nicht das erreicht, was sie uns eigentlich versprochen hat, beziehungsweise nur eingeschränkt. Wir liegen hier unter der Benchmark, aber die KI hat immerhin ihr Versprechen gehalten, dass 60% dieser Aktien am Ende des Tages im Plus liegen würden. Lass uns also jetzt nochmal ein Fazit ziehen. Wie sieht unser Fazit nach 3 Monaten Investmentportfolio mit Hilfe der künstlichen Intelligenz aus? Die Portfolios haben alle drei den jeweiligen Benchmark unterperformt, sowohl das Portfolio mit den US-Aktien als auch das mit den Trade Ideas und auch das Portfolio mit den deutschen Aktien. Hinweis nochmal ganz wichtig, ich habe einfach nur blind ohne weitere Kriterien die jeweils 10 am stärksten von der KI bewerteten Aktien pro Portfolio ausgewählt und dann auch ohne weiter nachzufragen im deutschen Portfolio die Aktien jeweils ausgetauscht, wenn sie unter einen gewissen Durchschnittswert gesunken waren. Was könnte man jetzt für Verbesserungsmöglichkeiten anwenden, um bessere Ergebnisse zu erzielen? Hier einige spontane Gedanken von mir nach der Durchsicht der 3 Portfolios. Einmal könnte man natürlich, um die Negativperformance, die wir ja bei einigen Aktien deutlich gesehen haben, einzuschränken, mit einem Stop-Loss oder mit einem Trailing-Stop arbeiten. Dann könnten wir natürlich ganz zu Beginn auch noch den Risikoscore beachten, den wir ja gesehen hatten. Der war bei einigen Aktien im äußerst schwierigen Bereich bei 1 bis zu 3 Punkten. Man könnte also hier diesen Risikoscore als Filter einbauen und sagen, ich investiere prinzipiell nur in Aktien, wo das Risiko mindestens mit 5 Punkten bewertet wird auf einer 10er-Skala, also sich im mittleren Bereich befindet. Dann könnten wir natürlich uns jeweils noch einen Chart anschauen, um zu gucken, technische Analyse, gibt es hier vielleicht eine Überkaufsituation zu dem Zeitpunkt, wo uns eine Aktie als Kauf empfohlen wird, dann sollten wir hier vielleicht erstmal abwarten und gegebenenfalls später einsteigen bzw. auf eine andere Aktie umsteigen, die ein günstigeres technisches Chartbild zeigt. Und wir könnten natürlich auch auf Klumpenrisiken achten. Auch das habe ich in diesem Fall überhaupt nicht getan, sondern total vernachlässigt. Wir haben aber in dem einen der gezeigten Portfolios beispielsweise 5 von den 10 Aktien waren Halbleiteraktien. Also hier haben wir ein sehr starkes Branchenrisiko. All das kann man noch verbessern. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, was du von dieser Vorgehensweise hältst, welche Verbesserungsmöglichkeiten du vielleicht siehst, um die Performance eines solchen KI-Portfolios noch weiter nach oben zu treiben.